Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge hier von unserer kleinen Insel. Und heute starten wir mit dem Thema Kochen mit Basti und wir haben hier ein kleines Baby. Schön, das ist mal kurz weg und schon geht's. So, wir machen uns mal auf die Schnelle ein bisschen Weizen. Dafür brauchen wir Knochenmehl in der rechten Hand, Seeds in der linken Hand und dann heißt einmal Rechtsklick und dann Linksklick und dann immer so weit. Ja, mein nächstes Ziel wäre es, Lava zu finden. Nach Möglichkeit sogar Dripstone. Dass wir eine Lava-Farm haben können, dass wir gucken können, ob wir das Nether-Portal reaktivieren können. Das wäre jetzt so mein Top-Ziel. So, da wäre noch Birkenholz, aber Birkenholz will ich nicht. Ich mag kein Birkenholz, nicht unbedingt. Zumindest nicht, wenn ich ja nicht mit Sand oder irgendwas arbeite. Dann kann man, finde ich, Birkenholz ganz geil als Kontrastmittel nehmen oder als Ergänzung von der Struktur her. Mal gucken, dass ich irgendwo Fichtenholz herkriege. Schwarzes Schaf, na super. Jetzt gibt es hier schwarze Schafe. Hühnchen. Du darfst keine Eier legen. Ich nehme auch Eier. Eier sind besser zu transportieren. Versuche mal relativ straight zu laufen. Autsch. Damit wir uns nicht zu sehr verlaufen. Also ohne Karte und allem ist das immer so. Ah. Ja. Risiko. Bisschen Fleisch mitnehmen. Eine lange und beschwerliche Reise. Oh, ein Portal. Ja, nice. Da können wir gleich mal hier zack, zack. Für unseren Aufzug. Habe ich einmal dabei? Natürlich nicht. Ich muss leider mal schnell einmal wohin gehen. Aber vorher müssen wir die Lava noch mal einschließen. Ja, das ist doch so schön. Das ist so schön. So, und auf dem Rückweg hätte ich noch gerne eine Kuh dabei. Das wäre nett. Das wäre richtig nett. Da ist eine. Komm und schnapp sie dir. Ja, guck mal hier. Okay. Das ging einfach. Tada. Danke für die Lava. Da wäre noch eine. Ja, nice. Jetzt bin ich erstmal happy. Jetzt brauchen wir dann nur noch einen Dripstone. Da können wir uns dann mal die Höhle da unten angucken. Jetzt will ich erstmal gucken. Uiui. Ob es da noch irgendwas Tolles hier hinten gibt. So, was gibt es da hinten? Habe ich eine Schere dabei? Nee, natürlich nicht. Warum brennt es da? Brennt ja nicht einfach so. Ja, geil. Ein Lavasee. Wir haben unseren Lavavorrat erst einmal. Das ist mega. Das ist mega, 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 mega. Akazienbäume sind wirklich die Bäume, die mir mit den Tropenbäumen ein bisschen auf den Keks gehen. Bis die mal ein Setzling rausrücken, ne? Ich glaube, du kriegst aus einem Baum einen Setzling so ungefähr. Das ist traurig. Zwei, juhu, endlich. Ein bisschen Blockvariation, ein bisschen anderes Holz. Ist das Bambus? Ist das hier ein Dschungel?
Das ist ein Tropenbaum. Danke. Das ist ein Tropenbaum hier. Ja. Das ist Bambus. Was ist denn das für eine Biomgrenze? Das ist Eiche, das ist Birke, das ist Eiche. Und da pflanzt man einfach mal hier einen Tropenbaum hin. Und das da drüben ist doch auch schon wieder Eiche. Oder ist das noch Tropenbaum? Was ist denn das? Ja, nicht, dass ich mich beschwere, ne? Also. Ne? Also, hab nichts gesagt. Ich bin nur etwas irritiert, dass dieser Biomübergang so drastisch ist. Irgendwie so, was in der Art. Ja, wir sind wieder da. Da sind wir. Ja, Heimat, süße Heimat, ich weiß. Und das Haus sieht auch von der Ferne gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir können jetzt mit zwei neuen Setzlingen viel mehr machen. Dann habe ich noch eine Frage an euch. Möchtest du sehen, wie ich eine Eisenfarm baue, weil ich brauche unbedingt noch etwas mehr Eisen, um meine Villager hier ein bisschen, ja, nach vorne zu bringen? Ich habe schon den einen oder anderen gelevelt, aber mit einer Eisenfarm geht es deutlich schneller. Von daher nutzt gern die Kommentarfunktion, schreibt es mir rein. Wenn ja, machen wir das gerne zusammen. Wenn ihr sagt, nee, kenne ich schon, ist ein alter Hut, auch kein Thema, dann bereite ich das alles vor und zeige euch dann das Ergebnis, wenn es soweit ist. Das ist meine aktuelle manuelle Eisenfarm. Ich stelle mich da oben hin, klopfe den um. Und wenn der nächste kommt, wird er auch angeklopft und so weiter und so weiter. Heute möchte ich mit euch in diese Richtung fahren. Wir wissen ja, da hinten gibt es Villager. Da haben wir uns ja zwei geholt. Und seitdem sind wir größer geworden. Haus steht auch erstmal, aber wird auch noch auf jeden Fall abgeändert. Die Farm ist ergiebig. 120 Weizen kommen raus, wenn alles schön blüht. Jetzt mal da runter. Ich möchte meine Farm nicht kaputt machen. Müssen wir noch hübsch machen. Da gilt auch, wenn du das sehen möchtest, gerne in die Kommentare schreiben. Jo, neue Eindrücke, Ideen. Gerne, gerne. Ansonsten baue ich hier rum und erkläre euch dann, was ich getan habe. Brot rein. Brot rein, habe ich gesagt. Brot rein, danke. Meine guten Fackeln, ne? Das kostet alles Geld. Nein, Kohle, aber egal. Ich habe sicherheitshalber Lagerfeuer dabei und einen Strohballen, damit ich auch schön gucken kann, wo ich bin. Oh, da hinten ist ein Ding. Ein. Na, lass mal kurz hinfahren. Ist das ein Tempel oder ist das ein. Ah, ist eine Ruine. Nice. Da ist sie. So, mal kurz durchatmen. Ist da hinten auch noch eine? Mal hingucken. So, komm mal her. Kohle, 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 Kohle. Schatzkarte. So, zeig dich. Smaragd ist nice. Freue ich mich. Okay, irgendwo hier. Wir sind da oben in der Ecke. Oh, können wir noch auf Schatzsuche gehen? Aber nicht heute. Goldene Melonenscheiben. Danke. Und Obsidian, so langsam wird's gut. So langsam wird's richtig gut. Machen wir uns hier unseren Wegmarkierer. Der Rauch steigt jetzt natürlich deutlich höher mit dem Strohballen drunter. Das heißt, ich sollte es von weiter weg auf jeden Fall erkennen. Und zwischenzeitlich werde ich jetzt auch noch ein paar Fackeln stellen, einfach um sicher zu gehen. Oh, da ist Lava. Nice. Lava haben wir hier in der Umgebung echt viel. Das ist sehr schön, dass ich ungefähr meinen Weg finde, wenn ich dann irgendwann zurück möchte. Dschungel! Wie geil. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden einen nicen Tempel. Das ist das Schöne, wenn es jetzt dann irgendwann wieder dunkel wird, dadurch, dass ich die Fackeln aufstelle, werde ich jeden Fall
in irgendeiner Form wieder heimfinden. Das ist praktisch. Alternativ könnten wir uns natürlich auch eine Rückholautomatik bauen, wenn wir uns einen Tageslichtsensor, eine Falltür und ein 8 Loch tiefes Wasser holen. Allerdings bräuchten wir dafür eine Enderperle. Und die haben wir aktuell noch nicht. Aber wir sind erstmal ziemlich voll. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal heim, laden aus. Und dann, wenn der Bambus, der ist ja schon riesig, Bambus hat ja neue Möglichkeiten bekommen. Dann bin ich sehr gespannt darauf. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt dann gleich angucken. Hi, habt ihr es gesehen? Da war ein Delfin, der hat uns begrüßt. So, blub. Ist nice. So, die müssen wir anpflanzen auf jeden Fall. Das machen wir als erstes, komm. Dann haben wir natürlich noch Kakao. Wir haben da den entsprechenden Baum dafür. Zack. So, dann Mangrove. Ich habe keine Ahnung, was das für Auswirkungen auf den Boden hat, ob der dann auch so schlammig und alles wird. Lass mal rausfinden. So. Mir reicht's. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen Kisten hübsch machen. Und dann, wenn das gemacht ist, ist noch nicht hübsch gemacht, aber zumindest irgendwie ein System hier reinbringen. Das ist nix. Ich habe mal kurz ein bisschen mein Inventar aufgeräumt. Alles ein bisschen grob vorsortiert. Wie gesagt, nicht schön gemacht. Aber jetzt ist es auf jeden Fall ordentlicher. Inventar ist frei. Das Chaos da draußen ist ein bisschen befreiter. Nur die Villager müssen noch eingepackt werden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Sieht so aus, als wäre die Mangrove gewachsen, ne? Ja, alle werden gewachsen. So, verändert sich der Boden? Nein. Okay, hat keine Auswirkung, aber die hauen Seeds raus. So. Wahnsinn. Hier, diese Mangrovensitzlinge. Ah, der war noch zu jung. Okay, der muss ausgewachsen sein. Der braucht ein bisschen, bis er rausreift. Alles klar. Wir können Bambusblock machen. Okay, machen wir mal. So. Der bringt uns Bambusbretter. Okay, wir machen jetzt mal maximal Bambusblock. Und das bringt uns Bambusbretter. Okay, ein Block bringt zwei Bretter. Und das gibt uns wieder neue Möglichkeiten. Wir können direkt Leitern machen. Ja, gut. Nee, Leiter hat Auswirkungen auf die Stöcke. Aber zwei Bambus ergeben Stock. Okay. Bambusdruckplatte, Bambusknopf. So, wir machen mal ein paar mehr Bretter. Einfach. Oh, und schon haben wir viel mehr Möglichkeiten. Ja, nice. Wir können Slabs machen. Okay, wir können Stairs machen. Nice. Wir können Schilder machen. Wunderschön. Türen. Ja, geil. Druckplatten haben wir schon gesagt. Die Bambusfalltür, die will ich mir angucken. Und ein Bambusfloß. Stimmt, das kann man ja mit einer Truhe versehen, ne? Das will ich sehen. Das will ich sehen. Okay. Eine Truhe müsste hier noch frei sein, eine einzelne. So, erstmal die Falltür angucken. Oh, schöne Struktur. Kann ich mir auf jeden Fall als Ornament oder irgendwas richtig geil vorstellen. Die Holzfarbe ist auch nicht schlecht. Dieses Khaki, ich nenne es jetzt mal Khaki. Die Khaki-Farbe, die ist schon geil. So ein grün-braun. Schon cool. Sieht gut aus. Kann ich mir echt gut vorstellen. So, das Floß sieht gut aus. So, und jetzt? Oder muss ich das im... Gut. Okay. So, muss ich das im... Ja, okay. Ruhe und Ding. Und dann kriege ich hier einen. Ja, nice. Das sieht cool aus. Das sieht richtig gut aus. Das hat die Möglichkeit, auf das Truhen...
auf die Truhe im Boot zuzugreifen. Du kannst da ein bisschen was einlagern. Das gibt uns mehr Möglichkeiten. Das gibt uns wirklich viel mehr Möglichkeiten, wenn wir jetzt mal um die Häuser ziehen. Das ist wunderschön. Okay. Und wenn ich das abbaue, was passiert mit den Sachen? Bleiben die drin? So, hauen wir mal das rein. Ich baue das jetzt ab. Okay, das fliegt direkt raus. Alles klar. Das heißt, wenn du dann voll bist und dann verlierst du es. Okay. Ah, das ist auch geil. Also die Struktur finde ich richtig nice. Es gibt halt so viele neue Möglichkeiten, die du bauen kannst. Und die Bambusbretter haben auch einen sehr schönen Look. Das heißt Fußboden, ne? Als so einen fernöstlichen Stil, als Boden, auf jeden Fall sehr gelungen. Du kannst es aber auch als hellen Ziegel nehmen und quasi vielleicht sogar in Kombination mal mit Birke, na, eher mit Sand wahrscheinlich. Und damit könntest du zum Beispiel im Dschungel, wenn du baust, da könntest du so ein geiles getarntes Haus bauen. Nice, finde ich super. Ja, neuer Tag, neues Glück, ne? In diesem Sinne. Ich würde sagen, wir gehen noch mal in diese Richtung. Da haben wir auf jeden Fall mehr Gebirge gesehen. Und mit etwas Glück finden wir auch was. Na dann, auf zu neuen Ufern mit unserem wunderschönen neuen Boot, das mich nicht annehmen will, jetzt. Ein Dorf. Ja, cool. Und Schweinchen. Village nehme ich natürlich auch mit. Ist praktisch und kann ich mir ein Bettchen mitnehmen, ne? Okay. Kartoffeln. Geil. Oh, noch mehr. Ja, ich nehme schon mit. Orks es mir nicht anbieten. Ich nehm's freiwillig. Okay. Scheinbar mag mich das Spiel nicht. Und dann ab in den Tod. Bin ein bisschen deprimiert. Ich hätte gerne, wirklich sehr, sehr gerne einen Kirschbaum gehabt. Oh. Wenn das Spiel es mir nicht gönnt. Melonstem? Yay! Melone? Ja. Das ist ein Unterschlupf. Mitten in der Wüste. Neben dem Dorf. Was finden wir hier? Einfach nur Hammer. Ja. Leere Karte. Ach Gott, ich habe so viele Sachen. So, und dann, Erde brauchen wir nicht. Das Eisen nehmen wir natürlich mit. Und weiter geht's. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich bin jetzt noch nicht so weit weg von dem Dorf. Da sieht man es noch. Da ist es. Yay. I'm happy. Lapis kann man nicht essen. So. Oh ja, die Axt muss jetzt noch ein bisschen durchhalten. Aber eigentlich brauchen wir ja nur die Seeds. 2 Stück gebt ihr gleich raus. Das ist spendabel. So, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin glücklich. Ich konnte euch noch irgendwas zeigen. In der nächsten Folge sind wir dabei, werden uns den Kirschbaum ganz genau anschauen. In der Zwischenzeit werde ich ihn anbauen, dass wir ihn dann vor Ort haben. Und dann warte ich noch auf eure Abstimmung, ob wir ihn gemeinschaftlich im Video noch bauen oder ob ihr sagt, bau du.
Und wenn wir es geil finden, dann sagen wir, hey, zeig uns mal, wie du es gemacht hast. Gut, es war richtig geil. Es hat Spaß gemacht. Ich werde jetzt heimlaufen. Das wird jetzt noch ein schöner Weg. Ich freue mich und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, wenn es dir gefällt, gerne auf die Glocke drücken, gerne liken, gerne abonnieren. Wäre super nice und Kommentarfunktion ist an. Ich warte auf deine Nachricht.